Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial, wie man mit der Coplanar Software sehr schnell verschiedene Varianten von Maßnahmenplanungen gegeneinander abgleichen kann, um das Betriebsergebnis optimal auszurichten. Wir haben heute einen kleinen Fall, den Alexander Frühwirth vorführen wird, wo wir eine Umsatzplanung von einem Produkt uns anschauen und was das für die G&V für eine Wirkung hat, wenn wir hier verschiedene Varianten des operativen Geschäftes ausprobieren. Alexander, starte doch direkt. Gerne. Ja, wir befinden uns hier in der Deckungsbeitragsplanungsmaske, die tabellarische wie auch grafische Elemente in unseren Dashboard-Masken berücksichtigt. Ich verwende hier die Planungsmaske, maximiere mir diese Planungsmaske und möchte anhand der Produktgruppe Bianchi unseren Case veranschaulichen. Mit rechter Maustaste werde ich diese Produktgruppe isolieren und entsprechend aufklappen und möchte anhand dieser Produktgruppe nun die Annahmen in die Maske integrieren. Hierzu verwende ich den Filter der Annahmen und mittels Drag and Drop ziehe ich mir die Annahmen entsprechend in die Maske. Das heißt, wir sehen hier die entsprechende Produktgruppe. Wir sehen hier unsere drei Annahmen, die Basisannahme, die bereits durchgeplant wurde. Und jetzt möchten wir rasch die Annahmeakquise wie auch Kurzarbeit dazu planen. Auf Ebene der Produktgruppe verwende ich hier die Funktion der Referenzdaten. Das heißt, wir machen es uns einfach und nehmen hier die Vorjahreswerte. Mit Bestätigung erhalten wir genau den Wert des Vorjahres. Gleicherhand gehen wir im Falle der Kurzarbeit vor, das heißt mit der Saisonkurve, mit der entsprechenden Verteilung übernehmen wir die Werte des Vorjahres und haben hier einmal dafür gesorgt, dass die Werte 1 zu 1 fortgeschrieben wurden. Und jetzt würden wir das entsprechend anpassen. Das heißt, mit ist gleich mal 0,6 erwarten wir unsere Umsätze, das heißt die Vorjahresumsätze im Falle einer Akquise sollen lediglich 60% sein. Im Bereich der Kurzarbeit ein ähnliches Bild, das heißt mit Wert mal 0,5 erwarten wir im Rahmen der Kurzarbeit lediglich 50% unserer Umsätze. Das Ganze hier auf der Produktgruppe nach unten gesplasht auf die einzelnen Produkte und natürlich auch über die Zeitachse, wo der Monatsverlauf dann entsprechend dargestellt wird. Was bedeutet dies für unsere G&V? Hierzu werden wir in die G&V nach Initiativen wechseln. Nach Bestätigung bzw. Aktualisierung sehen wir hier linker Hand unsere aktiven Szenarien, das Basisszenario, das sehr detailliert durchgeplant wurde. Wir sehen im Falle der möglichen Akquise, wie sich das entsprechend auf das Ergebnis auswirkt. Und wir möchten natürlich auch bewerten, wie sich die Variante Kurzarbeit hier aufs Ergebnis noch einmal niederschlagen möchte bzw. wird. Das heißt, aus diesen drei Szenarien sehen wir, dass wir auf einen Betriebserfolg von 10,4 bzw. 10,5 Millionen Euro kommen mit den drei Annahmen. Wir sehen, dass sich gerade die Kurzarbeit nicht entwickelt, wie wir das erwarten. Das heißt, das hätte einen negativen Ergebniseinfluss und über die Steuerung der Annahmen kann ich jetzt aktiv diese Szenarien aktiv bzw. inaktiv setzen. Das heißt, wenn wir unsere Kurzarbeit nun deaktivieren und hier die Maske noch einmal aktualisieren, dann wird sich das entsprechend verändern. Auch hier nochmal der Link zum Betriebserfolg, diese 10,4 Millionen, die wir initial haben, würden sich jetzt durch dieses Setzen der nicht aktiven Maske auf 10,6 Millionen erhöhen, wodurch wir gerade diese Maßnahme bzw. Annahme nicht treffen werden. Ja, vielen Dank, Alexander. Das war sehr eindrücklich und wir verabschieden uns bei allen, die zugeschaut haben und freuen uns, falls Sie Fragen haben, über einen direkten Kontakt.